Was ist denn mit dir? Müde. Müde vom ganzen Bier trinken? Müde vom ganzen Bier trinken. Dabei ist doch erst Tag Nummer 12. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben aber die Halbzeit immerhin schon mal, ja? Es ist Halbzeit. Hallo. Nicht mehr so viel Bier. Hallo. Halbzeit. Und zur Halbzeit haben wir eine gute Neuigkeit. Ich glaube, morgen sollten wir wieder aktuell sein. Wir geben uns zumindest Mühe. Ladies and Gentlemen, wir kommen, wie gesagt, zu unserem Halbzeitbier. Und unser Halbzeitbier... Oh Gott. Hat ein lila Etikett, was ich voll hübsch finde. Es graust mir. Oh Gott. Ladies and Gentlemen, wir stellen vor. Ladenburger Weizenbock hell. Wenigstens hell. Wenn das jetzt noch ein Ladenburger Weizenbock dunkel gewesen wäre, hätte ich den Platz aber vorzeitig verlassen. Also, ihr wisst, ich mag kein Weizen. Ich mag allerdings auch keinen Bock. Aber Weizenbock ist dann so das Sahnehäubchen. Hast du Bock? Alter, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ladenburger Weizenbock hell, ausgezeichnet als bester Weizenbock der Welt. Mit einem Alkoholgehalt von... Was zum Teufel? 8%. 8,0. Also das ist ein richtiger Bock. Tatsächlich ist das ausgezeichnet worden 2012 mit dem Silber Award. Und dann, haltet euch fest, vom Jahr 2014 bis 2016, also 3 Jahre in Folge, back to back to back, Goldmedaillengewinner. In der Kategorie Bester Weizenbock der Welt. 2017 hat es nur noch für Silber gereicht. Und die Männchen sehen aus, als würden sie dabben. Da bin ich raus. World Beer Cup 2016 gewonnen. Ja, wie gesagt. Also wir sind angeblich ist es der beste Weizenbock der Welt. Wahrscheinlich, weil alle anderen Weizenböcke auch scheiße sind. So, ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass wir auch keine Ahnung haben, wie viel das Ding kostet. 1789, also quasi, es wurde genau 200 Jahre vor mir geboren. Nach dir, meinst du? Du bist alt. Oh. Ich bin mal gespannt. Mit belebtem Brauweißer nach Granda. Okay. Ohne Pasteurisation. Kannst du das bitte richtig aussprechen? Was? Pasteurisation? Nein! Pasteurisieren, kennst du das nicht? Pasteurisierte Milch, weißt du, was die da tun? Pasteurisiert. Pasteurisation. Danke. Habe ich das nicht am Anfang gesagt? Nein. Pasteurisation. Yo, Pasteurisation, baby. Oder Kurzzeiterhitzung. Also keine Kurzzeiterhitzung, sondern richtig lange. Frisch. Natürlich. Unbehandelt. Granda. Du hast jetzt schon keinen Bock mehr, oder? Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an von den Zutaten her. Aber kommen wir erstmal zum Etikett. Da bist du voll dabei, ne? Ja, es ist lila. Es hätte noch ein bisschen pink sein müssen und dann wäre ich voll dabei gewesen. Es sieht echt hübsch aus, oder? Ja, also sie haben es ziemlich... Der goldene Adler. ...ziemlich clean gehalten. Finde ich hübsch. 3,54? Ich gebe eine 3, weil es ist nicht zu aufregend. Nee. Ich fand das gestern 3. schöner. Dementsprechend kann man dann eine 3 geben. Ne? Okay, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu Farbe und Geruch, Ladies and Gentlemen. Entschuldigung, ich wollte noch duschen. Hallo! Und gucken mal, was das Bier so kann. Oh, glucke, 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 glucke. Es ist trüb. Der Hund hat schon wieder Bock. Fräulein. Haha, der Hund hat Bock. Oh, oh. Musste das ernsthaft so ein schlechter Joke sein? Das war knapp, Alter. Ja, probier doch schon mal zu riechen. Erstmal wollen wir Farbe Schaum machen hier. Naja, Farbe. Farbe, wisst ihr, ich finde das wunderschön. Der ist naturtrüb, das magst du doch. Und der Schaum, wunderschön mit dem kleinen Häubchen hier. Perfektes Häubchen. Das ist perfekt. Es ist für mich eine 5. Ja, das ist eine Sahnehäubchen, ne? Ja, das ist Farbe Schaum ist für mich eine 5. Ich finde es wunderschön. Wenn man auf Naturtrüb steht, ist das eine 5, ne? Ja, schon gut, ne? Ja, ist für mich
Dann eine 4. Wir haben bisher nur dem Weltenburger Kloster eine 5. Nee, stimmt nicht. Serpent Sibyl hat auch eine 5. Ist das eine 5? So, Juffi, was halten wir von der Farbe? Was tragen wir hier ein? Ich trage dann Pfotenabdruck ein. So, fertig. Also, Pfotenabdruck 1, 2, 3, 4. 4. Okay, dann geben wir eine 4. Alles klar, Juffi. Danke, Juffi. Danke, Juffi. So, dann riechen wir mal, Juffi. Was sagen wir? Ich glaube, ich muss gleich brechen, Papa. Gib mir was. Oh, es riecht so richtig schön nach Weizen. Also es ist vom Geruch her das pure Weizen. So, ich stelle das mal hier ab, ne? Entschuldigung, Papa, was wird das? Hallo. So, Mutter muss mal riechen. Tschüss, Juffi. Okay. Riechen. Der Kronkorken? Ist weg. Sehr schön. Ich denk doch mit. Ja, es riecht halt nach Weizen. Ja, was ist los, kleine Maus? Also, das eine Weizen, was wir ja schon getrunken hatten, da hatte ich ja schon gesagt, es hatte so einen süßlichen Geruch. Ja. Wollte ich auch schon gar keinen Bananensaft mehr zugießen, weil es so vom Bananenweizen-Feeling her ganz gut war. Ja. Das fehlt mir hier. Mhm. Das fehlt mir hier leider. Also, es ist ja unser zweites Weizen hier. Wir hatten ja den Schlappesäppel, das war ein Weizen, das hast du gefeiert. Ja. Das hier riecht leider gar nicht fruchtig für mich, deswegen weiß ich nicht. Also eine 2,5, 3, 3. 3, weil es halt nach Weizen riecht und es macht dann nicht viel falsch, aber es das ist richtig, aber wir mögen es einfach nicht. Also ich mag es gerade einfach nicht. Ist unter deinem Stuhl oder so. Oder so. Hallo. Der Maus. Ja, Prost, ne? Prost. Da, wo der fruchtige Geschmack beim Geruch fehlt, da ist er beim Geschmack. Echt? Hm? Schmeckt echt gut, Mann. Was? Also, sorry, also, es tut mir echt leid, aber... Du, dir schmeckt ein 8%iges Bier? Das schmeckt echt gut. What? Geil. Ich kann es ja nicht so sehr trinken, weil da ist echt viel Kohlensäure drin und jeder Schluck tut gefühlt weh. Okay. Weil ich trinke nie was mit Kohlensäure. Ich trinke auch immer stilles Wasser, aber Mann, ist das lecker. Juffi, das schmeckt der Mama. Was ist denn das für ein Leben? Mmh. Boah, echt, der Nachgeschmack ist halt richtig gut. Also, richtig gut, Mann. Ich glaube, die schläft. Nee, ich glaube, sie möchte wieder das Ding da haben. Ja, sie möchte. Fräulein? Das sieht ja so aus, als würde sie pinkeln. Nein, Mann, die will da drunter. Was macht sie denn da drunter? Hey! Goldigen Dame, sie? Kommen Sie da bitte einmal drunter weg. Vorsicht, du kippst es um. Alles gut. Ich hab's doch nicht. Du tust gar nichts. Siehst du, wenn da jetzt eine Pfote drunter gewesen wäre, was dann? Alles gut. Du machst nur Unsinn. Mann, Frau. Das kriegen wir nie wieder mit unseren Füßen. Na, dann lass es. Ja, jetzt kommt sie doch erst recht an das Ganze zu... Entschuldigen Sie, wir sind on cam. Reißen Sie sich mit am Riemen. Hol doch nur den Hocker. Weißt du, Halbzeit und dann Hallo. Ist mir alles egal. Nur weil ich mal ein Bier mochte. Ja, dreht sie direkt am Rad. So, ich probiere das auch mal. Das ist einfach nur ein starkes Weizen. Aber ich verstehe, dass du es magst. Also ich kann es nachvollziehen. Der Nachgeschmeiß ist echt lecker, Mann. Aber so viel Kohlensäure finde ich hat es gar nicht. Aber bitte, das ist deins. Ich bin raus. Okay. Also, damit ich was sagen kann. Es schmeckt sehr also nach einem klaren, normalen Weizen. Es ist ein helles Weizen. Es schmeckt sehr fruchtig. Es ist sahnig im Nachgeschmack. Hat auch schon der Schaum hatte schon einen sahnigen Eindruck gemacht. Wie gesagt, auch im Nachgeschmack sehr sahniger Abgang. Also wer Weizen mag, verstehe ich total, dass das dreimal in Folge bester Weizenbock ist. Vor allem, dass das 8% hat, schmeckt man null. Nein, also gar null. Nicht. Also ich kenne jegliche Biere
jenseits der 6+ Prozentzahlen. Und da schmeckt man's. Hier schmeckst du gar nichts. Das schmeckt wie jedes Stück normaler Weizen. Das bedeutet drei Flaschen davon und du bist erstmal raus. Das ist korrekt. Also du. Ich bin nach einer raus. Ganz ehrlich, also ich vertrage kein Bier. Generell nein. Aber tatsächlich nein, nein. Würdest du, wenn ich dir jetzt eine ganze Flasche mal hinstelle über den Abend, würdest du trinken? Es wird dauern, weil es ist halt echt viel Kohlensäure drin, ja, für jemanden, der nie so Kohlensäure trinkt. Ja, okay. Würde ich trinken, wahrscheinlich würde ich aber auch nur ein, maximal zwei am Abend schaffen. Ja, das ist ja okay. Weil ja, ich bräuchte Zeit. 8%? Ja, so, du hast ja gerade schon ordentlich gezogen. Okay, eigentlich. Ordentlich. Ja, komm ich mal an. Du gewöhnst dich dran. Du wirst wahrscheinlich sogar noch besser bei jedem. Ja, vielleicht. Also würdest du jetzt lieber mit einem Weizen mit mir Bierpong spielen oder mit dem Nee, also Kloster. Sorry, aber wenn ich da mit Bierpong spiele, dann liege ich nach... Nee, also ich... dann beim Bierpong bleibe ich lieber beim Bier und kein Weizenpong. Aber was hat man gesagt, war gut beim Bierpong? Das Weltenburger Kloster? Ja, ne? Das Kloster war, glaube ich, gut, das ja. Das Kloster hat dir sehr gut geschmeckt. Ja. Ne? Okay, sehr interessant. Jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. Wir können euch schon wieder keinen Preis nennen, weil es ist unauffindbar. Ja. Wieder Aufgabe an euch. Da hat mir wieder keiner Preis geschickt, ja. Findet den Ladenburger. Kannst du gerne noch rausfinden, aber ich hab's nicht. Und ich krieg die Information auch nicht nachträglich, die Schweine. Ja, ist auch egal. Für einen Weizen, wie gesagt, für einen Weizenfreund wahrscheinlich ein Bier, das man mal getrunken haben muss. Mhm. Tatsächlich, Moment mal, dann gibst du, weißt du, eine Note? Ich gebe eine 4 bis 4,5. Wow, so stark. Ja, weil ich find's echt lecker, Mann. Echt, also kannst du dich noch an den Geschmack vom Schlappesäppel erinnern? Ich glaube, der war besser. Also das ist besser als Schlappesäppel, ne? Das ist besser als Schlappesäppel, ja. Ja, also für mich definitiv besser. Ja. Dann sind wir bei 14 Punkten. Das heißt, ein Punkt weniger als der Schlappesäppel, weil der Schlappesäppel in deinen Augen fantastisch aussah. Ja. Und besser gerochen. Weil der hatte mehr fruchtig gerochen, naja, aber weniger fruchtigen Geschmack. Das roch halt jetzt gerade nicht fruchtig, gut. Ja. Mehr nach Weizen. Ja. Dafür hat es mehr nach Frucht geschmeckt. So. Mit dem sahnigen Abgang. Ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und kann deswegen nur sagen, wenn ihr jemals an ein Ladenburger Weizenbock kommen solltet, dann schlagt auf jeden Fall zu. Und wir sehen uns natürlich auch morgen wieder am 13. Tag. Die Hälfte der Biere haben wir geschafft. Der Hund isst die Couch. Und ich glaube, wir können sagen, nach der Halbzeit ist immer noch der Werder Barzi vorne. Ja. Mit 16 Punkten. Danach auf Platz 2 Rosenheimer Merzen mit 15 Punkten. Der Schlappesäppel mit 15 Punkten. Und ich glaube, damit haben wir unsere Top 3. Wo ich mich natürlich frage, warum zum Teufel ist der Schlappesäppel da drauf? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das war unsere Weizen-Episode Nummer 2. Wir sind raus. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht.